Hass mit Ella. Ja, es war ein kleiner Hass. Es war vorhin kürzlich. Kürzlich, vor letztlich. Vor nicht allzu langer Zeit. Gerade eben, als wir ein Video gedreht haben. Hast du nicht mitgekriegt, weil du wurdest ja überrascht von unserem Essen. Ich überlege gerade, wie man das am politisch korrektesten alles ausdrücken kann. War ein Bastard am Telefon. War wirklich ein Bastard am Telefon. Also wir haben eben für dich Essen bestellt und wir haben unter anderem Süßspeisen bestellt. Hm. Und da war eine Süßspeise dabei. Kannst du mal auf mich schalten? Ich bin am Reden gerade. Ich denke mir, was ist die ganze Zeit Freddys Reaction-Gesicht denn da drin? Einfach gelangweilt da rechts. Geil. Also wir haben unter anderem Süßspeisen bestellt. Und da war eine dabei, die einfach für das, was es letzten Endes gewesen ist, übertrieben viel Geld gekostet hat. Also wirklich, hätte man die Sachen einzeln bestellt, dann wäre man nicht bei dem gleichen Preis gelandet, wie dem Preis, den wir letzten Endes dafür gezahlt haben. Ich habe extra darauf geachtet, weil wir hier im Büro Leute haben, die sich vegan ernähren, dass diese Süßspeise vegan geliefert wird. Da konnte man nämlich, draus auswählen. Man konnte die Toppings auswählen, man konnte, das ist so frech. Ich hör zu. Mano. Man konnte alles auswählen und ich habe extra darauf geachtet, dass alle Leute... Sucht euch doch einfach ein eigenes Format. Das ist mir jetzt zu blöd. Du erzählst jetzt hier nicht mehr. Ich gehe jetzt. Ich habe da nur eine Milchmaus da platziert. Also, Entschuldigung. Kackendreist. Kackfrech. Soll ich weitererzählen? Ja, bitte. Du kannst die ganze Zeit erzählen. Ich hör zu. Ich kenne die Geschichte ja auch noch nicht. Ich bin ja tatsächlich auch sehr interessiert. Ja. Also, wir haben Süßspeisen bestellt. ich habe extra darauf geachtet, dass alles vegan ist, dass jeder mitessen kann. Und natürlich, dass, weil mehrere Leute in diesem Büro eine Nussallergie haben, dass es zumindest ohne Erdnüsse und Walnüsse. Darf ich jetzt keine Milchmaus mehr essen oder was? Was ist jetzt los? Dass es zumindest ohne Nüsse geliefert wird. Es kam dann an, auch wirklich ein wenig zu spät. Und von den ganzen Toppings, die man sich aussuchen konnte, Entschuldigung. Ja, auf den Toppings, die man sich aussuchen konnte, ich habe alles gehört. Es waren nicht die richtigen Toppings drauf und das war schon sehr ärgerlich. Und was ich dann gerne mache, ist beim Kundendienst anrufen. Ich möchte das dann, es geht mir nicht darum, Leute irgendwie vorsorglich fertig zu machen, sondern es geht mir einfach darum, dass man generell, ob das jetzt im Arbeitsumfeld ist oder ob es in einem privaten Umfeld ist, einfach, du hast Geld für etwas bezahlt und es kommt nicht richtig an, dann möchte ich das gerne einfach richtig stellen, damit man das dann entweder ersetzt kriegt oder was Neues oder das Geld zurück. Ich möchte das einfach, dass das geklärt ist. Weil ich habe nichts davon, wenn ich was bestelle, Geld ausgebe und dann fuck ich mich den Rest des Abends darüber ab, weil es soll ja auch im Normalfall was Schönes sein. Also habe ich da eben angerufen und mich vorsorglich auf die gute Allmann-Art beschwert. Und bin dann auf einen wirklichen Bastard gestoßen, der aber so unfreundlich gewesen ist am Telefon. Das war wirklich nicht okay. Und dann habe ich dann irgendwann zwischendrin gesagt, naja, ich bin ja gerade der Kunde, der anruft mit einem Problem und sie sind gerade übertrieben unfreundlich zu mir und ich verstehe das nicht, weil ich habe ja auch normal mit ihnen geredet. Und dann ist er einfach so wütend geworden, hat einfach in den Hörer so geschrien, hat gesagt, was für unfreundlich, habe ich gerade beleidigt, soll ich dich mal beleidigen? Dann habe ich gesagt, das ist ja kein Gespräch, was wir hier gerade führen, können wir das mal bitte, also habe ich gesagt, was ist denn das für ein Kundenservice? Kein guter und für den überteuerten Preis, den ich bezahlt habe, für was ich nicht bekommen habe, finde ich das hier gerade eine ganz schön freche Nummer. Und dann hat der, keine Ahnung, der hat bestimmt einen dunkellilanen Kopf gehabt. Weil der so wütend war und bis er dann irgendwann einfach gesagt hat, dann komme ich jetzt wieder bei euch vorbei und komm's abholen und drück dir das Geld bar in die Hand. Dann habe ich gesagt, da ist das Problem ja auch nicht mit gelöst, weil wir brauchen das ja hier. Der Mann muss ja nicht wissen, dass wir das zum Drehen brauchen. Hätte ja auch für einen Kindergeburtstag sein können oder whatsoever. Aber ich habe gesagt, da wo wir bestellt haben,
Übrigens, in allen Süßspeisen war Erdnuss mit drin. Und das ist genau da, und auch obendrauf extra. Und das ist genau das, was ich angegeben habe, dass es bitte nicht sein soll. Und dann habe ich gesagt, wir haben halt Allergiker hier und wenn man das nicht deklariert, dass in einem Produkt Erdnuss drin ist und da beißt jetzt jemand rein und dann, wenn du Pech hast, geht halt jemand drauf, dann ist es halt einfach nicht in Ordnung. Und dann hat er mich halt einfach weiterhin angeschrieben, meinte, aber warum bestellen Sie das denn? Und dann habe ich gesagt, zu euch kam, da sollte irgendwas Pinkes drauf sein, war nicht drauf. Hat er gesagt, das ist doch nicht vegan. Dann habe ich gesagt, aber warum bieten Sie es dann an? Dann sagt er, warum haben Sie es denn bestellt, wenn es nicht vegan ist? Das hat sie immer so im Kreis gedreht. Und er ist so unfreundlich geworden. Ich habe wirklich schon ein paar Mal bei Lieferanten, Restaurants, angerufen, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat oder irgendwas einfach nicht zufriedenstellend war. Und meistens hat man dann irgendwie eine Lösung dafür gefunden. Aber du hast echt zwischendrin so Bastards mit dabei, die dann so unter der Gürtellinie einfach sind. Und ich hasse das so sehr, weil ich mir denke, du willst doch eigentlich, dass dein Laden funktioniert. Und ja, du musst doch eigentlich halt einen guten Kundendienst haben. Du willst so, auch eine positive Bewertung. Damit löst ja wirklich so ein Thema aus, dass es wirklich eben genau das wird. Sondern und dann dachte ich mir so, wenn du deinen Job so sehr hast, warum machst du ihn dann? Such dir doch einfach einen anderen. Es werden so viele, so viel überall irgendeine Aushilfe gesucht, weißt du, oder jeder sucht gerade Arbeit. Und wenn du diesen Job so sehr hast, warum arbeitest du dann im Kundenservice an? Verpiss dich halt, aber sei dann nicht so frech zu mir. Das ist so nett. Ich habe halt auch früher mehrere Einzelhandelsjobs oder auch in Restaurants gejobbt. Und das, was du eingebläut bekommst, ist, wenn du jemanden hast, einen Kunden, selbst wenn es total ungerechtfertigt ist, dass der unzufrieden ist, darf das nicht auf die Firma zurückfallen. Und du musst freundlich sein, du musst versuchen, ein Problem zu lösen, irgendwie den Kunden noch happy zu machen, auch wenn es vielleicht nicht immer geht. Aber so, also das Erste, was ich gelernt habe in allen möglichen Aushilfsjobs, ist, du musst halt freundlich bleiben, du musst irgendwie versuchen zu helfen. Ja. Und das war ja gar nicht der Fall. Also ich weiß auch, dass das Pain sein kann, aber du warst ja nicht mal unfreundlich, als du angerufen hast. Also ich bin immer relativ direkt und relativ bestimmt, weil mich Sachen dann einfach nerven, aber ich bin nie unter der Gürtellinie und übertrieben unfreundlich. Ich weiß nur einfach, wo ich recht habe und wo ich nicht recht habe. Und ich gar möchte. Nicht verstanden. Ich habe ja nur dich gehört, als ich hier nach oben bin, wie du geredet hast mit jemandem und meintest, ja, nee, dann nicht, dann halt nicht. Ja, weil der dann am Ende meinte, ich will ja nicht, dass sie unzufrieden sind. Dann habe ich gesagt, na, unzufrieden bin ich ja so oder so. Also, weil wir finden hier auch keine Lösung für das Problem, gerade weil sie einfach nicht bereit sind, an einem Lösungsansatz zu arbeiten. Und ich verstehe auch, dass Kundendienst ist bestimmt auch kein einfacher Job. So, du musst dich den ganzen Tag mit Problemen von anderen Leuten hier eigentlich befassen. Und da rufen bestimmt auch viele Trolls an und verwirrte Leute und Leute, die einfach echt assi sind, weißt du, die einfach keinen Bock haben, sich mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber wenn du den Job doch nicht machen willst und den so scheiße findest, dann mach ihn halt nicht. Zwingt dich ja keiner. Also verstehe ich nicht. Vor allem, wenn du dann unnormal viel Geld für was ausgibst, was dann einfach echt eine Frechheit ist, so wie es geliefert worden ist, kann man ehrlich sagen. Und dann so, weiß ich nicht, finde ich das alles nicht gut. Stell muss dir nicht vor, sein. Es wäre ein Kindergeburtstag gewesen mit 10 Kindern, die alle eine Nussallergie haben. Ja, dann muss man aber auch mal ehrlich sein, wenn sich 10 Leute treffen, die Kinder haben mit Nussallergien, das ist dann so schlimm, wenn die 10 Stück davon ist schon. Ja, genau, das war auf eins dann. Ne? Das war ein Mini-Hass heute. Ich mir dachte, man muss sich mit so Leuten ja eigentlich nicht rumschlagen. Und es gab auch keine Lösung für dieses Problem. Es ist auch nichts behoben worden oder so. Es war einfach nur ein Streitgespräch unter der Gürtellinie. Ja, das ist mal was, wo man auch eine schlechte Bewertung wirklich mal da lassen kann. Habe ich auch gesagt, wir bestellen da nie wieder. Wie gesagt, viel Spaß. Alles Gute auch privat für Sie. Ich hoffe, Sie haben ein glückliches Leben. Was mit Ella?